Wenn ein Weltkonzern zum Ball ruft, dann darf es sehr wohl funkeln und glitzern. Aber nicht nur die schönen Ballroben glänzten an diesem Abend in den Kammersälen Donawitz. Die Gästeliste las sich wie das Who is Who aus Wirtschaft, Politik und öffentlichem Leben. Da darf man als Gastgeber schon auch ein bisschen strahlen. Da gibt es einen Kulturausschuss des Arbeiter- und Angestelltenbetriebsrates. Die Verantwortung trägt mein Stellvertreter, der Franz Janscher. Die arbeiten eine Woche lang durch und hier, um den Ball hier zu schmücken, damit wir den Gästen ein dementsprechendes Happy End bieten. Wir freuen uns über jeden Gast, der hier ist, natürlich auch von allen Bereichen jemand hier ist, egal ob von Wirtschaft, egal ob von Politik, egal ob von Industrie, freuen wir uns natürlich. Ist eine Anerkennung für uns, sind wir auch sehr glücklich darüber. Man durfte sich am 58. Ball der Hütte über mehr als 700 Besucher freuen. Natürlich ist es schön, wenn wir also bekannte Persönlichkeiten haben, aber es ist uns auch ganz wichtig, dass wirklich jeder, der möchte, diesen Ball besucht, weil es ist wirklich der Hüttenarbeiterball und deswegen soll hier die ganze Vielfalt an unterschiedlichen Menschen, die bei uns im Unternehmen oder mit uns gemeinsam arbeiten, auch auf diesem Ball vertreten sein. Und sie alle bekamen schon eine tolle Eröffnung geboten. Die Polonaise-Paare tanzten nach der Pfeife der Tanzschule Glauninger. Das Tanzbein zu schwingen ist auf einem Ball mit mehreren Bands und Musikrichtungen nicht schwierig, oder doch? Selbstverständlich, ich habe das Tanzbein schon geschwungen. Ich habe die Ehre gehabt, von einer jungen Tänzerin, die eröffnet hat, aufgefordert worden zu sein. Und bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, dass ich noch mit der Jugend Schritt halten kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ob der Alte noch tanzt, weiß ich nicht, aber wenn es die Gelegenheit ergibt, gerne. Wir haben sogar einen Tanzkurs besucht und werden das heute mal austesten, ob das funktioniert in der Praxis. Na bitte, geht doch wunderbar. Die Balldigger zeigten sich nicht nur tanzfreudig, sondern auch ganz und gar nicht fotoscheu. Na, sie lassen sich sehr gerne fotografieren, ja. Zu späterer Stunde auch, aber das kann man noch nicht immer herzeigen. Sieht fast so aus, als wäre ein Ballbesuch für die Gäste ein richtiges Vergnügen. Es ist reines Vergnügen und ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich sehe, mit welcher Begeisterung hier so viele Menschen dieses Fest, nämlich den Ball der Hütte Donawitz, feiern. Wir nutzen natürlich daneben auch immer die eine oder andere Möglichkeit, um ein paar Gespräche zu führen, die man halt abseits des Tagesgeschäfts auch vielleicht in einer etwas entspannteren Atmosphäre durchführen können. Der Ball hat schon ein besonderes Flair, also muss ich echt sagen, der Grit Sepp hat da wieder ganze Arbeit geleistet und bietet uns da einen ganz tollen Abend. Ich glaube, jeder Ball lebt auch davon, von diesem berühmten Smalltalk, wo man bei einem Gläschen Wein oder bei einem Glas Bier darüber reden kann, wo man am Schreibtisch oder im Besprechungszimmer eher schwer einen Zugang findet. Ganz ohne Business geht's dann doch nicht. Ist aber auch gut so, denn wie heißt so schön, beim Reden kommen die Leute zusammen. Und eine rauschende Ballnacht bietet sicher ein tolleres Ambiente als so manch graues Büro.